Willkommen, meine lieben Mystery-Freunde da draußen. In der Geschichte gibt es viele Traditionen und Bräuche, die im Nachhinein als eher geschmacklos, morbide oder düster angesehen werden. Die Zeiten ändern sich und damit auch unsere Überzeugung und das, was wir für normal halten. Die Vergangenheit kann im Vergleich zu dem, was wir heute kennen, manchmal fast wie eine fremde Welt erscheinen. Ihre Praktiken sind geheimnisvoll, gruselig oder sogar geradezu entsetzlich oder grausam für das moderne Empfinden. Eine dieser Praktiken kann im viktorianischen England beobachtet werden, wo die schillernden neuen Technologie der Fotografie nicht dazu diente, die Lebenden zu dokumentieren, sondern vielmehr die Toten zu fotografieren. Während wir Fotografien heute als selbstverständlich ansehen, da fast jeder ein tragbares Gerät besitzt, mit dem er Bilder aufnehmen und sofort an jeden Ort der Welt senden kann, war die Fotografie lange Zeit ein unerreichbarer Traum. Erst in den 1840er Jahren erhielt die breite Öffentlichkeit Zugang zur Fotografie, und zwar in Form des sogenannten Daguerreotypenverfahrens. Es wurde von Louis Jacques Mende Daguerre erfunden und war das erste der Öffentlichkeit zugängliche fotografische Verfahren. Es bestand darin, ein versilbertes Kupferblech auf Hochglanz zu polieren, es mit Dämpfen zu behandeln, die es lichtempfindlich machte, und es dann in eine Kamera so lange zu belichten, wie es nötig war, was von wenigen Sekunden bis zu viel längeren dauern konnte. Es war ein teures und mühsames Verfahren, das jedoch bahnbrechend war, wie man sich von den Einführungen der Daguerre-Typ lange Zeit auf gemalten Porträts verlassen hatte, um die Erinnerungen an geliebte Menschen zu bewahren, was noch teurer und zeitaufwendiger war. Porträts waren lange Zeit nur für ganz Reiche vorbehalten, sodass mit der Entwicklung der Daguerre-Typ endlich auch die Mittelschicht in der Lage war, Bilder schneller und vergleichsweise preiswerter festzuhalten. In England wurde die Praxis des Fotografierens immer alltäglicher, und ein Bereich, in dem sich als nützlich erwies, war die Bewahrung des Bildes der Verstorbenen. Das viktorianische England war ein Ort, an dem der Tod nie weit weg zu sein schien. Epidemien von Krankheiten wie Diphtherie, Typhus, Scharlach, Masern und Cholera waren eine ständige Bedrohung, und das medizinische Wissen war grob und unvollständig. Es fehlte geeignete Impfstoffe oder Antibiotika, und die bizarre Behandlungsmethode waren oft genauso gefährlich wie die Krankheiten und Gebrechen, die sie zu heilen versuchten. Auch Infektionen waren damals viel schlimmer, und eine Verletzung, die heute leicht zu behandeln wäre, kam damals einem Todesurteil gleich. Der Tod war für diese Menschen kein Fremdwort, und wer starb, tat dies in der Regel zu Hause und nicht in Krankenhäusern. Die Menschen der damaligen Zeit wollten ein Andenken an ihre Verstorbenen haben, aber die Armen konnten es sich in der Regel nicht leisten, und die Reichen hatten einst gemalte Porträts von ihren Toten anfertigen lassen. Mit der Daguerreotyp stand mehr Menschen eine neue Möglichkeit zur Verfügung, und so wurde die Praxis der Aufbewahrung von Bildern der Verstorbenen für das sogenannte Memento Mori, was wörtlich übersetzt so viel bedeutet wie „Erinnere dich, dass du sterben musst“, einfacher und zugänglicher als je zuvor. Die Tatsache, dass die Personen auf diesen Fotografien tot waren, machte sie perfekt für das Daguerreotyp-Verfahren. Da es von Personen verlangte, dass sie für lange Zeit stillstehen, was Tote sehr gut können. In der Regel beauftragte die Familie einen professionellen Memento Mori-Fotografen mit der Aufnahme des Fotos. In dieser Zeit brauchten diese Fotografen manchmal mehrere Tage, um den Ort des Geschehens zu erreichen, was bedeutete, dass sie geschickt darin sein mussten, einen Leichnam, bei dem die Leichenstarre bereits eingesetzt hatte, zu bewegen und zu arrangieren.
so dass viele von ihnen eine Art Ausbildung in einem Bestattungsunternehmen hatten. Sobald sie in der Residenz angekommen waren, war der ganze Prozess eine Kunst für sich. Oft wurden die Personen in ihre schönsten Kleider gekleidet, die Haare wurden frisiert, als ob sie noch lebte. Die Wangen wurden geschminkt, um ihnen einen lebensechten Glanz zu verleihen, und manchmal wurde sogar die Augen aufgestützt oder auf das fertige Bild gemalt, um die Illusion zu vervollständigen, dass die Person noch lebte. Eine beliebte Position war, den Verstorbenen auf einen Stuhl zu setzen, als ob er für ein Foto im Leben posieren würde, und bei Kindern war es beliebt, sie mit ihrem Lieblingsspielzeug zu arrangieren, als ob sie spielen würden, oder verstorbene Babys sogar in den Armen ihrer Mutter zu fotografieren. Diese Fotografen waren in der Regel sehr geschickt, und viele dieser Fotos sind so gut gemacht, dass es oft schwer zu erkennen ist, ob die Person auf dem Foto lebendig oder tot ist, oder ob sie sich bei der Person, die mit einer Gruppe von lebenden Personen posiert, um den Toten handelt. Je nach Familie und gewünschte Ambiente wurde die Leiche jedoch in unterschiedlichen Positionen gebracht. Es war beliebt, die Leiche so zu platzieren, dass sie so lebendig wie möglich aussah, aber ebenso beliebt war der sogenannte letzte Schlaf. Bei dieser Fotografie wurde die Person in liegender Position mit geschlossenen Augen fotografiert, um den Eindruck zu erwecken, dass sie nur schlief, was einen friedlichen Tod bedeutete, der sie sanft ins Jenseits beförderte. Auf anderen Fotos wird deutlich, dass die Person eindeutig tot ist, da der Leichnam in einem Sarg fotografiert wird. Das alles mag für den Menschen der heutigen Zeit bemerkenswert morbide und makaber erscheinen. Doch geschah dies alles aus Liebe und Trauer, als Schnappschuss der Menschen, die sie nie wieder sehen würden. Die Menschen wollten den Toten gedenken und ein Andenken an sie haben, und dies fotografische Verfahren machte dies in einer Zeit möglich, in der die Sterblichkeitsrate hoch war, insbesondere bei Kindern. Da das Verfahren so teuer war, machten die Menschen nicht so viele Fotos zu Lebzeiten, sondern sparten sie für die Zeit nach dem Tod auf, denn erst dann erkannten die Familie, dass es ihre letzte Chance war, die Person mit einem Foto zu verewigen, und so brachten sie schließlich das Geld dafür auf. In vielen Fällen war das einzige Foto, das jemals von einer Person gemacht wurde, desjenigen, das nach ihrem Tod aufgenommen wurde. Das viktorianische England ist zwar das berühmteste Beispiel für das fotografische Memento Mori, aber es war sicher nicht der einzige Ort, an dem dies praktiziert wurde. Auch in Lateinamerika und Amerika, Island, Indien und anderen Ländern wurde die Praxis des Fotografierens von geliebten Menschen übernommen, wobei jedes Land seinen eigenen Stil und seine eigene Sensibilität hatte. Obwohl sie im 19. Jahrhundert sehr beliebt war, wurde mit dem Aufkommen einer besseren medizinischen Versorgung von Impfstoffen und dem Zugang zu billigen Fototechniken nicht nur der Tod seltener, sondern auch die Dringlichkeit, Fotos nach dem Tod zu machen, nahm ab, und die Menschen zogen es nun vor, sie zu Lebzeiten zu machen. All dies führte dazu, dass zu Beginn des 20. Jahrhunderts die Praxis des Fotografierens von Toten weitgehend ausgestorben war. Trotzdem hat sich die Praxis eines gewissen makabren Reiz bewahrt. Die Nachfrage nach alten Memento Mori-Fotografie ist groß, und in den letzten Jahren wurden viele Fälschungen hergestellt oder Bilder von Lebenden als solche von Toten ausgegeben. Es ist oft schwer, den Unterschied zu erkennen, und so gibt es auch heute noch zahlreiche Fotos, die als Memento Mori bezeichnet werden, aber entweder Fälschungen oder falsch identifizierte Fotos von Lebenden sind. Eine Möglichkeit, den Unterschied festzustellen, ist die Unschärfe des Fotos, die durch leichte Bewegungen oder Blinzeln während der Aufnahme verursacht wird,
was bei den Toten nicht der Fall ist. Ein möglicher Fall für Quipu. Außerdem handelt es sich bei Fotos, auf denen Metallständer die Arme abstützten, wahrscheinlich um Fotos von lebenden Menschen. Diese Requisiten, ähnlich wie Gitarrenständer, sollten einer lebenden Person dabei helfen, die Position für die halb bis ganze Stunde zu halten, die es dauerte, ein Foto zu machen. Sie waren nicht für die Toten gedacht. Meine liebe Community-Freunde da draußen, natürlich, für viele Menschen der heutigen Zeit mag das alles äußerst schockierend und makaber sein. Aber damals war es ein normaler Teil des Trauerprozesses. Die einzige Möglichkeit, ein Stück der geliebten Person zu behalten. Für sie war das nicht schrecklich oder anstößig, sondern eine liebevolle, rührende Geste. Wir sehen das als unglaublich gruselig und beunruhigend an. Aber für diese Menschen war es das Richtige, wenn jemand starb, der ihnen nahe stand, und es ist interessant, wie sehr sich die Zeiten geändert haben. Ob man dies nun für eine rührende Geste an die Tragödie des Todes hält oder für einen ekelerregenden Einblick in eine groteske Welt, mit der man nichts zu tun haben will, es ist auf jeden Fall ein Blick in eine andere Zeit, in der man anders dachte, was normal war damals, und in der man anders mit dem Tod umging als heute. Je nachdem, welche Technologie man hatte. Und das alles ist zumindest eine faszinierende historische Kuriosität. Natürlich sehr ekelerregend, meine Freunde da draußen. Ja, und natürlich, wie ich schon erwähnt habe, sehr makaber. Aber den damaligen Menschen blieb nichts anderes übrig. Wie gesagt, sie lebten im Großteil in Armut und das Geld fehlte. Und man wollte dennoch eine Erinnerung an seine geliebten Verstorbenen haben. Ja, meine lieben Mystery-Freunde da draußen, ich würde sagen, somit sind wir wieder am Ende angekommen und wenn ihr wollt, hören wir uns das nächste Mal wieder. Auf Wiedersehen und nicht vergessen, ein Abo dazulassen. Bis zum nächsten Mal, Vierdenk.